Kollege Nicolai, es folgt Herr Kollege Stadler. Herr Präsident, ich habe gegen diesen Bericht der Kollegin Koppa gestimmt, weil er zunächst einmal die uneingeschränkte Unterstützung des Parlaments zum Erweiterungsprozess zum Ausdruck bringt und dabei völlig verkennt, dass die Türkei in Wirklichkeit gar nicht in diese Union aufgenommen werden kann. Es heißt dann unter Punkt 28 ausdrücklich, dass es eine positive Entwicklung in der Türkei gibt. Dieser Bericht verkennt völlig die Tatsache, dass in der Türkei bis heute ethnische Minderheiten verfolgt werden, religiöse Minderheiten verfolgt werden, insbesondere Christen, und dass etwa vor wenigen Tagen noch und das zum wiederholten Male der türkische Ministerpräsident Erdogan ausdrücklich für die Wiedereinführung der Todesstrafe eingetreten ist. Wie kann man da von einer positiven Entwicklung in der Türkei sprechen? Ich bin fassungslos. Ich habe daher aus tiefer Überzeugung gegen diesen Bericht gestimmt, und ich wiederhole wiederum in diesem Haus, die Türkei ist nicht europareif und sie wird nie zu Europa gehören, und dafür werde ich auch eintreten. Vielen Dank, Herr Kollege Stadler. Es folgt Herr Kollege Bilan. Herzlichen Dank, Herr Präsident. Wenn die Erweiterung bisher bedeutet hat, dass es eine weitere wirtschaftliche Entwicklungsmöglichkeit gibt, aber es geht natürlich auch um die Sicherheit.